Monat alle anfangen mit Warhammer 3, Dankeschön, dann Dankeschön. Erinnert ihr euch hoffentlich dran, für die 50 Subs, ey, wer schon davor den Warhammer insane. Content Dankeschön, hier Dankeschön. Geballert hat. Dankeschön. Und damit meine ich nicht die, die noch besser sind als wir und jetzt schon Warhammer 3 spielen, sondern schon wir. Wir sind die OGs. Wir sind die Ausgestoßenen. Habt ein Favor für die Underdogs, bitte. Genau. Wir sind die es lieben und die wollen, aber die nicht können. Aber wir versuchen trotzdem und wir sind für euch da damit. Also bitte vergesst uns nicht. Genau, wir sind auch, wir machen halt mit den Mangel an neuem Dankeschön, exklusiven Dankeschön, Content, Dankeschön. Machen wir durch unseren Charme, finde ich, wett. So unseren Underdog-Charme, den wir eindeutig haben. Wonko, das ist eine sehr smarte Aussage. Und das ist auch natürlich auch ein schönes diplomatisches Kunststück, wie wir es hier geschafft haben, die unglaublich dominante Platz 4 der erfolgreichsten Streamerin Deutschlands trotzdem in die Rolle des sympathischen kleinen Underdogs zu stecken. Ne? Eindeutig. Also damit, Pia, du sympathischer Underdog, gebe ich den Zug an dich ab. Aber jetzt mal ganz im Ernst, es sind wirklich wundervolle und großartige Streamerinnen in den Top 10 drinnen und ich finde wirklich, dass jede einzelne bei einer kann ich nicht sagen, von der einen kenne ich den Content nicht, aber bei den anderen bin mir bei der einen auch sicher, dass sie es absolut verdient hat und die machen super krassen Content. Ich bin aber auch die einzige von den 10, die Strategiespiele spielt, ne? Ich habe das Gefühl, auch wenn ich halt quasi da das Glück und das Privileg und so unendlich viel Glück letztes Jahr hatte, dass es bei mir so gut lief, fühle ich mich trotzdem in dieser Bubble wieder so ein bisschen wie der Outsider, Außenseiter, weil ich halt trotzdem wieder ganz andere Spieler spiele als der Rest. So. Aber das ist ja auch, das adelt dich ja umso mehr, weil du ja wirklich eine Botschafterin bist für dieses noble Genre, die ihm noch mehr Aufmerksamkeit zuteil werden lässt. Oh, da hauen wir den guten Wulfric aber weg hier im Autogefecht. Ja. Und weil auch bei mir gerade nochmal gefragt wird, wie denn meine Kollegin, wie sie hier genannt wird, bei Twitch heißt, das ist die wundervolle Shurioka, mit der ich hier spiele. Sie ist nicht eine GameStar-Kollegin von mir, aber eben natürlich eine Twitch-Kollegin von mir. Schaut auf jeden Fall mal bei ihr vorbei und lasst ihr einen Follow da, denn ich glaube, die meisten Leute, die hier meine Streams gut finden, werden bei Pia auch auf ihre Kosten kommen. Es gibt auch sehr viel Crusader Kings bei ihr. Ich weiß ja, das mögt ihr hier alle sehr, sehr gerne. Pia spielt anders als ich. Sie führt weniger Kinder in den Wald, als dass sie eher so ein bisschen Inzest ganz kurz, bevor betreibt. Du was drückst, jawohl. Maurice, drück auf automatisches Gefecht gerne. Ich habe mich verklickt. Nur, dass du Bescheid weißt, nicht, dass du jetzt da... Dankeschön, super. Cool. Jawohl. Und jetzt gerne weiter im Text. Mitten, während ich dich bewerben wollte, ne? Ja, da seht ihr es, ne? Da will man eine Lobeshymne auf Pia anstoßen und sie so, warte mal kurz. Ja, also ich finde die Lobe... Dinge zu klären. Also wir sind im Krieg, also es ist total, aber wir sind im Krieg. Nee, aber es ist sehr, sehr lieb und ich kann das nur aus meiner Community nochmal so weitergeben, auch in die andere Richtung. Guckt auf jeden Fall bei Maurice vorbei. Ich glaube, wir haben jetzt hier einen Kampf, wo es das Spiel eine Niederlage gibt, den wir aber gewinnen könnten, weil sie ja nur diese Speerträgerarmee hat. Ja, dann machen wir das. Das müsste eigentlich funktionieren. Also vielleicht auch nicht, vielleicht schätze ich das gerade falsch ein. Ist auch nicht meine Hauptarmee, wenn die verreckt, ist jetzt nicht das Schlimmste auf der Welt. Ich habe noch eine andere in der Region. Aber vielleicht kriegen wir das mit unserer Artillerie. Ja, easy machen wir das. Der Magier ist im Gemetzel, das darf nicht sein. Der muss da raus. Die Lade schießt auch leider gerade auf ihn, was nicht optimal ist. Schieß mal lieber hier hin. Alle Bogenschützen. Von diesen Alpro-Sachen bin ich auch groß. Also Alpro ist allgemein, bin ich eine Firma, von der ich ein großer Fan geworden bin in den letzten 12 Monaten. Ich fühle mich irgendwie selber albern, solche Dinge zu sagen, wie dass Haselnussmilch die geilste Erfindung der Menschheit seit langem ist. Aber ich bin so ein Fan davon geworden. hätte ich auch selber nicht von mir gedacht vor kurzem noch. Aber es ist mega es gut. Ist so. Die einer da links quasi sind noch frische Speerdudes und deine Reiter haben halt mehr Leben verloren als die, obwohl ich sie von oben herab im Wasser abgefangen habe. Deswegen. Aber ich glaube, wir kriegen das ganz gut. Also ich habe jetzt Morati mit Oshapti und meinem Helden
Und die Lade kann vielleicht noch auf den Assassinen schießen. Also wenn man sich das Stärkeverhältnis anschaut, sind wir mega gut dabei. Diese Artillerie von den Gruftkönigen ist einfach geil. Mhm. Also auch diese Schädelkatapulte hier. Das ist ja irgendwie so eine Budget-Version der Lade und selbst die hauen noch richtig rein. Morati wird gerade bezwungen von meinem Gruftkönig. Ich glaube, ich habe sich schon wieder meinen Helden verloren. Ich dachte eigentlich, er wäre entkommen. Es ist wirklich sad, wie ich mit meinen Helden umspringe. Aber Morati hat den halt wirklich einfach absolviert. Aber jetzt ist ihre Heldin auch weg und damit haben wir das. Ja, das hier, ja, da haben wir es ja schon. Geil! Das war jetzt das erste Mal, dass ich ein Gefecht hatte, wo ich ein bisschen es weird fand, dass es mir eine Niederlage prophezeit hätte. Weil, ich meine, klar, es war jetzt nicht das einfachste ever, aber es war jetzt auch... Ich glaube, es gab keine realistische Situation, dass wir das verloren hätten. Ey! Was haben denn... Ah, nee, ich dachte, es gab meine Verbündeten hätten... Mein Zwischengebiet hier eingenommen, aber ich war nur in der Kamera verrutscht. So, jetzt steht da übrigens, schon wieder eine Rebellion bevor, das kann doch nicht sein. Wenn wir mal dabei sind, inzwischen habe ich ja schon ein bisschen gemerkt, dass diese Frage vielleicht dann doch zu optimistisch ist, weil ich eigentlich sie dir als professionelle Streamerin stellen wollte und wir inzwischen schon gemerkt haben, wir sind alle nicht professionell. Aber hast du auch Probleme mit ziemlichen Tearing in Strategiespielen, wenn du halt scrollst und über die Karte zoomst, ja, weil Monitor ja 144p, ja, Capture Card kann nur 60. Ja. Hast du dafür eine Lösung eine oder ist das was, man irgendwie einfach akzeptieren muss? Welche benutzt du denn? Also ich habe jetzt gerade noch die Elgato Capture Card drinnen, die eben nicht mehr kann. Und in meinen neuen PCs ist, ich glaube, jetzt eine Megawell drinnen. Mhm. Aber das ist auch eine Capture Card, die kostet 1,6 oder so. Oh. Ja, also ich habe das jetzt auch 6,5 Jahre so quasi mitgemacht und nach 6,5 Jahren war ich jetzt so, boah, nee, also ich habe keinen Bock mehr drauf, es nervt nur noch. Und es ist halt auch, also ich habe tatsächlich auch das Problem, dadurch, dass ich die Elgato Capture Card habe, die halt drinnen, also drin verbaut ist und meine Auflösung, die mein Bildschirm und mein PC möchte, passt nicht mit der Auflösung zusammen, die mein Streaming möchte. Und deswegen sind die Spiele voll verwirrt und raffen nicht, mit welcher Auflösung sie starten sollen. Ach komm, jetzt kommt der aus dem Nichts heraus zu mir, dieser blöde Dings. Wow, ich dachte, der wäre bei mir irgendwo. Nee, der kommt jetzt da. Dieser Sack. Okay, dann da werde ich natürlich auf jeden Fall hochziehen, um ihn zu beschäftigen. Das ist ja hier, ich dachte, der ist halt irgendwo... Ja, er kommt auch wieder zurück, der geht jetzt zu Nagarond. Der will seine Hauptstadt, ja, ja. Jetzt holt er sich Nagarond. Oh, Maleketh, du Halunke. Richtiger Halunke. Ich habe hier zwei Helden, die ein bisschen rumscouten. Ja, Dressur wird's eher nicht werden. Bauen. Nightwolf. Und zwar hier in der... Ne, hier wird gerade schon gebaut. Was können wir hier noch Schönes bauen? Wir reparieren mal erstmal diese Stadt, glaube ich. Dann geben wir unser Geld dafür aus und dann sind wir durch. Inzwischen habe ich auch als Gruftkönig ein bisschen ein Einkommen. Das dauert bei denen ja ein bisschen und kann mir Sachen leisten. Gott, der will mir meine ganze Armee wipen. Was ist denn mit dem? Das müssen wir kämpfen. Oh, wir haben mal wieder ein Gefecht bei dir, das wir spielen. Achso, ich war gemutet. Ich habe gesagt, die wollen mir schon wieder meine ganze Armee wipen. Das müssen wir kämpfen, auf jeden Fall. Also Dankeschön, Elements Kurier, für die 12 Monate. Alter, Dankeschön. Jetzt, wo Pia das mit den Versicherungen geklärt hat, sollte eigentlich alles passen, wird bei mir im Chat gesagt. Ja, ich habe am Wochenende eine Stunde über Pferderecht in Deutschland gelesen. Weil ich halt wissen wollte, was da so für Dinge auf mich zukommen würden. Und wollte mal so wissen, wie man was, wie, wo versichern muss. Wo ich mitschuld bin und wo nicht. Wenn Dinge passieren. Sehr interessant tatsächlich. Also ist auch wieder ganz klassisch deutsche Bürokratie, die einen da trifft. Also ich bin schockiert und überrascht, Pia. Worüber? Über deutsche Bürokratie. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Wie ist die deutsche Bürokratie verglichen mit der österreichischen Bürokratie? Die österreichische Bürokratie ist die kleine Schwester, die versucht genauso scheiße, also ja, die versucht genauso scheiße zu werden wie die deutsche, aber sie ist es noch nicht. Aber okay. Sie arbeiten dran. Okay. Warum auch immer man das tun sollte, also das hat noch niemand verstanden. So, ich kriege jetzt, glaube ich, hier, die kriege ich hier ganz gut weggesniped, so ein paar von seinen stärkeren Einheiten. Ja, also auch wieder so, ne? Warum würde diese Schlacht sich im Auto-Resolve so viel kosten? Wenn wir hier doch offensichtlich gut dabei sind. Ich weiß es nicht. Okay, wir haben hier auf jeden Fall was von dem getötet. Das macht mich ganz glücklich.
Und jetzt kommen wir. Mir schreibt jemand, ich kapiere erst jetzt, dass sie Warhammer und nicht CK3 spielen. Dachte schon, ist das das neue DLC. Leider wow. nicht. Aber ganz ehrlich, wie geil wär's, wenn du in Crusader Kings die Schlachten dann wie in Total War ausfechten würdest. Das wäre zu viel, oder? Ich fänd's aber geil. So richtig dann die Schlachten, das muss doch irgendwer modden können, dass die Schlachten dann in Medieval 2 reingeladen werden. Das wäre doch das Geilste überhaupt. Ich meine, ich weiß, es gibt ja diese Mod, dass du die Schlachten dann in Mount & Blade schlägst. Echt? Ja, das gibt's, glaube ich. Aber in Mount & Blade sind Schlachten noch nicht ganz so geil wie in Total War. Da verliere ich jetzt potenziell was und das gefällt mir überhaupt nicht. Okay, der ist rausgekommen, sehr schön. Das war sehr wichtig. Also ich will das jetzt, Leute. Ich will das jetzt, dass irgendein Medieval 2 Modder das möglich macht. Oh, das Ding schießt. What the fuck? Was ist das denn für ein Vieh? Oh, lol! Das hatte ich mir noch gar nicht angeguckt, was meine Bastelliard, meine Sonnenmaschine eigentlich ist. Heilige Scheiße! Jetzt müsstest du noch treffen. Ach, die? Jo. Ja, das ist so, genau, das ist so ein wie eine Lade, so ein, nur auf einem so Dino. Lade auf einem Dino. Ich hatte exakt den gleichen Gedanken gerade. Oh, mein Chat spinnt die Idee nice. Noch weiter. Crusader Kings 4 mit einer Karte, in die du dann fließend auf diese Höhe reinzoomen kannst, um noch dann die Truppen Searing. Zu befehligen, wäre schon extrem geil. Das ist ja mein Pitch gewesen, so ein bisschen, als ich bei Rocket Beans bei den Gamefights oder so mal war und das ultimative Spiel pitchen sollte. Habe ich ein Strategiespiel gepitcht, was halt quasi einen stufenlosen Zoom von Paradox-Weltkarte runter zu Warhammer-Schlachten. Oh mein Gott. Bitte was? Was willst du für eine CPU dafür verbauen? Ja, dann nehme ich halt, ich meine, ich werde halt die, das geht schon irgendwie, Pia. Dann noch mit meiner neuen 1600 € Capture-Card, die wir gerade vorher gesprochen haben, die das Encoding übernimmt. Yo. Geht schon irgendwie. Ich bin so genervt einfach. Jetzt ist mir da auf der Seite der Palast der Fürsten eingerissen worden. Wieder von einer Revolte. Und jetzt muss ich aber wieder zurücklaufen, weil schon wieder die Dunkelelfen unten da sind. Diesmal wieder bei einer anderen. Also es ist einfach nur ätzend. So. Und gleichzeitig muss ich aber jetzt erstmal links. Also ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir jetzt Malekith da links aus der Ecke rausbekommen. Weil so, ich habe halt drei Fronten, mit denen ich mich die ganze Zeit auseinandersetzen ja. muss. Die ganze Zeit das Wasser, rechts und halt links so. Und ich glaube, wenn wir Malekith weg haben und ich nur noch zwei Fronten habe, dann komme ich vielleicht auch mal dazu, diese Dinge ordentlich zu befestigen. Weil momentan fällt es jedes Mal, bevor Mauern gebaut sind. Das ist einfach nur Pain. So.